500.000 Menschen sind heute gegen den Reformkurs von Bundesregierung und Opposition auf die Straße gegangen. In Berlin, Stuttgart und Köln forderten die Demonstranten Korrekturen. Der Sozialabbau müsse gestoppt werden. Zu den Kundgebungen hatten Gewerkschaften und Sozialverbände anlässlich eines europäischen Aktionstages aufgerufen. Die Proteste standen unter dem Motto Aufstehen für Arbeit und soziale Gerechtigkeit. In Berlin zogen die Demonstranten in einem Sternmarsch von verschiedenen Orten aus in Richtung Brandenburger Tor. Unter ihnen der DGB-Vorsitzende Michael Sommer. Der Unmut der Demonstranten über den Abbau sozialer Leistungen war groß. Ich habe schon das Gefühl, dass die meisten Sachen eben auf Kosten derer geht, die sowieso schon nichts haben. Die Großen werden laufen gelassen, keiner zahlt Steuern und wir werden zur Kasse gebeten. Bei den Renten wird doch jetzt geklaut. Die Leute haben aufgebaut, jetzt wird bei den Renten das wieder weggeklaut. Zur zentralen Kundgebung fanden sich rund 250.000 Menschen ein und protestierten friedlich für eine sozial gerechtere Reformpolitik. Der DGB-Chef forderte, es müsse Schluss sein mit einer Politik, die der Masse der Bevölkerung schade. Dagegen würden sich die Gewerkschaften wehren. Junge und Alte, Frauen und Männer, Auszubildende und Studenten, Arbeitnehmerinnen und Arbeitslose, Rentner und Kranke, wir lassen uns nicht gegeneinander ausspielen. Wir sind heute gemeinsam aufgestanden, damit es besser wird. Und wir werden nicht ruhen, bis es endlich besser ist. Auch in Stuttgart zogen rund 100.000 Demonstranten durch die Innenstadt. Obwohl die Gewerkschaften in der Oppositionspolitik auch keine Alternative sehen, galt der Hauptprotest heute dem rot-grünen Reformwerk. Es ist sozial nicht nur höchst einseitig in der Lastenverteilung, es ist ökonomisch schädlich dazu. Mehr als 100.000 Menschen auch in Köln. IG Metall-Chef Peters warnte die Regierung, man würde sich nicht mehr auf einen späteren Erfolg der Reformen vertrösten lassen. Erst müssen wir durch ein Tal der Tränen, damit dann wieder die Sonne scheint. So ein Blödsinn! So viele Mitglieder konnten die Gewerkschaften schon lange nicht mehr mobilisieren. Nach Bayern will nun auch Nordrhein-Westfalen die Arbeitszeit für Arbeiter und Angestellte im öffentlichen Dienst verlängern. Von Mai an sollen neu eingestellte Beschäftigte Arbeitsverträge mit der 41-Stunden-Woche bekommen, so Finanzminister Diekmann gegenüber dem Handelsblatt. Für Beamte gilt die längere Arbeitszeit bereits seit Januar. Die westdeutschen Bundesländer hatten die Arbeitszeitvereinbarung Ende März gekündigt. In Rom protestierten 500.000 Menschen gegen die geplante Rentenreform. Die Regierung Berlusconi plant, dass Arbeitnehmer künftig nicht mehr 35, sondern 40 Jahre arbeiten müssen, um die volle Rente zu bekommen. Auch der Preisanstieg seit der Euro-Einführung stand in der Kritik. Es werde immer schwieriger, mit den staatlichen Renten auszukommen. Zu den Massenprotesten hatten Italiens große Gewerkschaftsverbände aufgerufen. Die Europäische Union streitet weiter darüber, wie viel Geld sie zwischen 2007 und 2013 ausgeben will. Die zuständigen Minister konnten sich heute bei ihrem Treffen im irischen Punchestown bei Dublin noch nicht einigen. Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, die Ausgaben von derzeit 100 Milliarden Euro auf 143 Milliarden anzuheben. Deutschland und mehrere andere Länder ist das zu viel. Von übersprungenen Hürden verstehen Sie was in Punchestown. Insofern waren Europas Finanzminister in dem irischen Reitsportzentrum in der Nähe Dublins nicht schlecht aufgehoben. Immer mehr Mitgliedstaaten der EU übertreffen mit ihrer Neuverschuldung die 3%-Grenze. Gegen Holland und Italien wird die EU-Kommission vermutlich schon kommende Woche förmliche Verfahren einleiten. Großbritannien und Griechenland könnten bald folgen. Keine gute Zeit für den Wunsch der EU-Kommission, den Finanzrahmen für die Jahre ab 2007 deutlich zu erhöhen. Heute waren die Positionen sehr klar. Die 6 Hauptzahlerländer haben hier ganz klar gemacht, mehr als das 1% der Wirtschaftsleistung, was ja auch einen deutlichen Zuwachs des europäischen Haushaltes bis 2013 bedeutet, ist nicht drin. Trotzdem eine Zerreißprobe für die europäische Familie, denn die Hilfen für die neuen, durchweg armen Mitgliedstaaten sollen danach weitgehend durch den Verzicht jener Altmitglieder finanziert werden, die bisher von den Brüsseler Hilfen profitiert haben. Einig sah sich Eichel in dieser Frage nicht nur mit seinem neuen französischen Kollegen Nicolas Sarkozy, der zum ersten Mal in diesem Kreis auftrat. Fast alle Nettozahler teilen diese Haltung.
Wie viel Geld Europa künftig ausgeben kann, das bleibt also eine schwierige Frage, die voraussichtlich erst 2006 beantwortet wird. Dann sollte eigentlich Deutschland den Vorsitz in der EU übernehmen, aber es hat wohlweislich mit Finnland getauscht, damit es frei von Vermittlungspflichten seine Interessen wahrnehmen kann. Gut ein Jahr nach seinem Auftritt vor den UN ist US-Außenminister Powell von seinen damaligen Angaben über irakische Massenvernichtungswaffen abgerückt. Auf dem Rückflug von einer Europareise sagte er, es habe sich herausgestellt, dass die Informationen nicht zuverlässig gewesen seien. Powell hatte vor dem Sicherheitsrat erklärt, der Irak besitze mobile Labors zur Herstellung von Massenvernichtungswaffen und die Welt zum Handeln aufgefordert. Bundesbankpräsident Welticke ist im Zusammenhang mit einem Hotelaufenthalt in Berlin unter Druck geraten. Welticke hat sich nach Angaben des Spiegel einen Aufenthalt im Hotel Adlon um die Jahreswende 2001-2002 für sich selbst und seine Familie von der Dresdner Bank bezahlen lassen. Die Bank hatte zu einer Euro-Begrüßungsfeier eingeladen und offenbar Welticke's Kosten in Höhe von 7.660 Euro übernommen. Der Bundesbankpräsident bestätigte beim EU-Finanzministertreffen die Einladung durch die Dresdner Bank, Forderungen von Unionsseite sein Amt ruhen zu lassen, wies er zurück.